Servus und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit DaVinci Resolve für iPad deine Clips schneiden kannst und exportieren. Ich gehe hier auf die Grundsachen ein, dass du ein paar Clips zusammenhängen kannst, Übergänge machen kannst und das Ganze exportieren. Auf die Feinheiten gehe ich nicht ein. Wir gehen zwar kurz in das Color Grading, aber ansonsten soll das nur eine Hilfe sein, um mit dem Programm zu starten. Wenn du DaVinci Resolve auf deinem Rechner installiert hast, dann gehst du in die Einstellungen, suchst dir DaVinci Resolve und hier schaust du, dass bei Fotos alle Fotos ausgewählt ist. So bist du sicher, dass du deine Clips, die du in Fotos exportiert hast, hier findest und DaVinci Resolve die in Anführungszeichen in das Programm reinnehmen darf. Bei Language, da siehst du schon, leider ist kein Deutsch dabei, es gibt nur das Englische. Und dann schließen wir das Ganze und öffnen DaVinci Resolve. So, jetzt sind wir in dem Startfenster. Wir haben hier den Medienimport, das Fenster, wo deine Clips gezeigt werden und unten die Timeline. Oben haben wir Medio, Sync, wenn mehrere Kameras sind, brauchen wir nicht. Transitions, die Übergänge brauchen wir. Titles, Titel brauchen wir. Effekte, da zeige ich dir was, das brauchen wir auch. Und hier unten sind wir jetzt im Schnittbereich. Daneben wäre der Color Grading Bereich. Und wir exportieren jetzt mal Clips. Dazu gehen wir oben auf das zweite Icon und gehen Import from Photos. Jetzt wähle ich hier mal drei Clips aus, gehe auf Hinzufügen. Jetzt fragt er uns, ob wir die Framerate ändern wollen. Ich gehe mal hier drauf auf Change. Dann wird die Framerate geändert nach den Einstellungen. Die Grundeinstellung von DaVinci Resolve, glaube ich, ist 24. Wenn du jetzt das mit 30 gemacht hast, hast du noch ein bisschen Spielraum und etwas eventuell runter zu bremsen. Du kannst aber das Ganze auch lassen und die Framerate bleibt, wie die Videos sind. Jetzt, nachdem wir diese Clips importiert haben, können wir den ersten reinziehen. Es funktioniert genau wie bei anderen Schnittprogrammen auch. Du klickst es an, bleibst drauf und ziehst es in die Timeline. Jetzt haben wir den ersten Clip in der Timeline drinnen und werden jetzt gleich mal den vorne abschneiden. Ich möchte jetzt da nicht mehr mit drauf sein, also gehen wir jetzt mal rüber bei dem Clip, bis ich dann verschwinde. Vielleicht machen wir das einfach so bis hier. Und du siehst, hier ist deine Nadel, die ist fest und oben ist die Nadel, wo du, ich zeige es nochmal, wo du in der Timeline rumfahren kannst. Gehen wir nochmal bis daher. Und dann haben wir hier das Scheren-Symbol und wir schneiden jetzt durch, markieren den vorderen Clip, gehen auf den Papierkorb und löschen den weg. So, jetzt beginnt der Film hier. Dann fahren wir mal weiter. Schauen wir mal. Das wollen wir nicht mehr drauf haben. Gehen wir einfach mal bis hier. Wir gehen wieder auf die Schere und jetzt markieren wir das hintere Stück, gehen auf unseren Abfalleimer und der erste Clip ist mal zugeschnitten. Okay, gut. Jetzt nehmen wir einen weiteren Clip hinzu. Nehmen wir jetzt einfach mal das von der Innenstadt. Wir nehmen den, ziehen ihn wieder nach unten, hinten dran, lassen die Maustaste los und schon ist er im Film drinnen. So, dann gehen wir oben. Du nimmst einfach die Nadel. Gehen wir hier ein Stück nach vorn, bis ich verschwinde, sagen wir hier. Und das ist eine gute Stelle,
Wir gehen wieder auf die Schere, schneiden das durch, markieren das mittlere Stück, gehen auf den Papierkorb und löschen das raus. Dann gehen wir mal nach hinten und da tauche ich wieder auf, das ist nicht gut, also gehen wir lieber wieder ein Stück zurück. Noch ein kleines Stück, so, und ist auch von der Farbe her schön zum Schluss, gehen wieder auf die Schere, schneiden das hier ab, markieren das hintere Stück, gehen auf unseren Papierkorb und haben jetzt mittlerweile zwei Stücke drinnen. Jetzt fällt es mir aber ein und ich denke mir, dass ich das, den dritten Film, das wäre der da, eigentlich dazwischen haben möchte. Also markiere ich den Ziehen nach unten und gehe zwischen die beiden Clips rein. Du siehst das, es wird dann so blau markiert. Schauen wir mal so, genau, Moment, so. Und wenn das so markiert ist, lässt du das aus. Und der Clip ist falsch eingefügt. Dann gehen wir nochmal zurück mit dem Ganzen hier unten. Zack. Jetzt ist er wieder draußen. Ich habe das also jetzt durch das ewige Hin und Her nicht richtig gemacht. Jetzt machen wir es auf die Schnelle. Du hast es gesehen, wenn das da unten blau aufleuchtet. So, Moment. Dann geht der Film dazwischen rein. Genau, jetzt haben wir da, wo wir hinhaben wollten. Jetzt gehen wir auf der Timeline ein bisschen nach vorne. Vielleicht bis die Frau verschwunden ist, das ist eine gute Stelle. Da kommt der Zug. Wir gehen wieder auf die Schere, schneiden das ab, markieren das in der Mitte, gehen auf den Papierkorb und löschen das raus. So, jetzt wenn wir da ein bisschen zurückgehen und lassen wir das laufen, dann fährt die Bahn rein. Genau. Jawohl. Und dann lassen wir die ganz durchfahren. Und wenn die durch ist, dann soll der Film zu Ende sein. Das Pärchen da, das schneiden wir vielleicht ab, das braucht man nicht mehr ganz. Gehen wir wieder auf die Schere, markieren das Stück und schneiden es raus. Okay, jetzt haben wir die drei Clips zusammengefügt, die wir zusammenfügen wollten. Und jetzt möchten wir aber noch zwischen den Clips einen Übergang haben. Dazu gehen wir oben auf Transitions. Und jetzt schauen wir einfach mal, das wäre also einfach so eine Überblendung. Das wäre so ganz so mit Motion Blurs Überblendung. Gehen wir mal da durch und schauen wir mal, ob wir irgendwie was Nettes finden für so einen Urlaubsfilm. Gehen wir nach unten, vielleicht nehmen wir den Wirbel hier her, markieren den, nehmen den dann, bleiben wieder drauf und ziehen den hier über die beiden Clips drüber. So, schauen wir uns das mal an. Ja, ist doch ganz nett. Und dann gehen wir hier zu dem zweiten Clip, nehmen wir den nochmal her, legen wir den drüber, lassen es weiterlaufen und dann haben wir hier auch nochmal eine Überblendung. Sieht ganz gut aus. Und am Ende soll aber der Film so nach hinten auslaufen, dunkel. Da gehen wir einfach auf dieses, ich glaube das ist hier, das Cross Dissolve. Ziehen wir es einmal da runter, schauen wir uns das an und dann lassen wir das laufen und du siehst, der läuft aus und ist dunkel. Ist uns das zu kurz, gehen wir einfach hier drauf und du siehst, wenn du diese Timeleiste hier bearbeitest, du bekommst dann hier unten, man sieht es jetzt nicht so gut, die Maus wird so ein Strich und dann machen wir einfach den Übergang ein bisschen länger. So, dann gehen wir nochmal zurück, lassen wir das laufen und das läuft nach hinten aus. Also wunderbar. Der Film endet jetzt so, dass er ins Dunkle läuft. Das gefällt uns jetzt gut. Jetzt gehen wir ganz nach vorn
Und jetzt brauchen wir noch einen Titel. Dazu gehen wir oben auf Titles. Und jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Wir haben da auch welche, die animiert sind. Schauen wir mal, was wir da so sehen. Fade in on lower third. Gehen wir mal noch nach oben, ob wir ein bisschen was anderes noch finden. Flip over. Drop in. Vielleicht schauen wir uns den mal an, den Drop in. Wir nehmen also den und ziehen ihn hier nach unten in die Timeline, oben drauf. Dann gehen wir ziemlich nach vorne. Sagen wir so. Jetzt lassen wir uns mal den Titel schauen wir mal den Titel an, wie das dann wird. Alles läuft so rein. Okay. Schauen wir mal. Okay. Vielleicht. Gut, lassen wir das einfach. Gehen wir nochmal drauf. Läuft dann so rein. Okay. So. Jetzt kommen wir zum nächsten Werkzeug. Wenn du so eine, ja, so einen Titel oder andere Effekte oder so bearbeitest, das geht hier oben im Inspektor. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Titel ausgesucht. Jetzt gehen wir oben auf den Inspektor. Jetzt springt das Bild hier rüber und hier ist die Bearbeitung. Und du siehst hier Sample, da ist unser Text. Hier haben wir die Einstellungen dazu, Animation Delay und so weiter und so fort. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Und als erst werden wir mal diesen Titel ändern. Dazu klickt man hier hinten, löscht man die Buchstaben weg und schreiben wir jetzt einfach mal vielleicht auch in Großbuchstaben Lignano. Dann haben wir das hier drinnen und dann machen wir aber das Ganze ein bisschen größer. Vielleicht zu groß. Die Schrift lassen wir jetzt mal. Dann gehen wir hier unten zurück und lassen wir das jetzt mal ablaufen. Ja, schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier unten das mal länger machen. Sagen wir mal so 9. Gehen wir zurück, lassen wir es laufen. Jetzt ist das langsamer, das Ganze. Okay, das wäre unser Titel. Hier haben wir dann noch andere Möglichkeiten, das Ganze zu steuern. Das wäre hier, wo der Titel stehen soll. Bei dem finde ich es gut, wenn er in der Mitte ist. Das könntest du aber hier ändern. Hier das Spacing von den Buchstaben. Ich stoppe das mal, das Ganze. Gehen wir dann nochmal zurück. Gehen wir hier hin. Hier könnte man Line Spacing. Na, das wäre, wenn es mehr Zeilen sind. Ah ja, zwischen den Buchstaben, das können wir nicht ändern. Macht aber nichts. Okay. Aber du siehst das Ganze, du hast hier die Einstellmöglichkeiten von dem Effekt, wie es hier Titel hier ist. Und so ist es auch mit anderen Effekten. Du nützt immer hier diesen Inspektor und machst hier die Einstellungen. Jetzt gehe ich jetzt wieder zurück mit dem Inspektor, schalte den wieder aus und fahre ein bisschen nach vorne. Dann lassen wir unseren Titel hier nochmal ablaufen. Jawohl. Das erste Stück ist mir jetzt zu lang. Also gehen wir zurück und starten wir das nochmal. Wir könnten hier jetzt auch, das zeige ich da auch noch, gehen wir nochmal auf die Transitions, gehen wir hier oben hin, nehmen wir den und legen wir das auf den Titel drauf. Gehen wir da ein bisschen zurück, schauen wir uns das Ganze an. Und jetzt blendet er langsam aus. Wunderbar. So wäre der Titel schön. Bis hierhin reicht der erste Teil. Wir schneiden das mit der Schere nochmal durch.
und löschen das Stück dazwischen. Jetzt haben wir die Überblendung verloren. Dann gehen wir hier nochmal zurück und suchen wir uns diesen Wirbel. Spirale, legen die da wieder drauf, dann passt das wieder. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück auf Media. Was ich dir jetzt hier nicht zeigen kann, ist die Hinterlegung von Musik, da DaVinci Resolve keine eigene Musikbibliothek mitliefert. Ich nutze die Musikbibliothek von LumaFusion. Das kann ich hier jetzt nicht einpflegen. Und Titel, die ich auf YouTube zeigen, also beziehungsweise abspielen darf, habe ich jetzt keine. Es funktioniert genauso, du legst es in die Timeline und kannst es dann bearbeiten. Du kannst also hier auch genauso von deinen Clips die Tonspur bearbeiten. Jetzt gehen wir mal hier auf die, du siehst, hier ist der Knopf Einstellungen, das wäre so verkürzt. Und hier haben wir das Audio hiervon. Und jetzt kannst du hier, könntest du deine Lautstärke einstellen. Gehen wir hier aus den, das sind die Kurzeinstellungen. Gehen wir hier auf den Inspektor und gehen wir hier auf Musik. Und jetzt hast du hier genauere Einstellungen, also die Lautstärke, die verschiedenen Levels, Equalizer ist hier drinnen, du kannst die Geschwindigkeit ändern. Du kannst also verschiedenste Sachen hier einstellen. Gehen wir hier wieder zurück. So, jetzt haben wir hier mal unseren Film, haben wir den Titel, haben wir Übergänge, zum Schluss läuft er aus. Also das passt alles so, wie wir es brauchen. Und jetzt, wenn wir fertig sind, gehen wir hier oben auf Export. Oh nein, stopp. Das war jetzt ein Fehler von mir. Wir wollen ja noch das Color Grading anschauen. Hier zeige ich dir, was ganz toll ist, auch in diesem Programm. Normalerweise würden wir jetzt hier auf die Farbe gehen. Du siehst dann hier die Farbeinstellungen von DaVinci Resolve, hier wieder im Schnitt. Aber bevor wir das machen, das kann ja sein, du hast verschiedene Clips, die relativ gleich sind oder am gleichen Ort gemacht wurden, andere wiederum nicht. Und die möchtest du vielleicht miteinander gleich haben. Dann gehst du auf Effekte und ganz oben bei Effekte hast du das Adjustment Clip. Den ziehst du hier runter, oben rein und dann ziehen wir den ganz nach vorne. Und jetzt nehmen wir mal einfach, sage ich mal, bis da man den Unterschied sieht, bis hierher, dann haben wir noch ein Stück, wie es vorher war. So, und jetzt machen wir die Farbeinstellungen auf diese Einstellungsebene, weil wir dann das öfter benutzen können oder erweitern können und brauchen das nicht immer wieder neu einstellen. Wir gehen also jetzt hier auf die Farbeinstellungen und du siehst, hier sind jede Menge Einstellungen. Ich gehe jetzt hier auch nicht genauer drauf ein, jetzt musst du einfach alles mal ausprobieren. Die wichtigsten Sachen wären hier die Highlights, die Shadows, Saturation, also die Sättigung, oben der Kontrast, die Temperatur und in den einzelnen Bereichen kannst du das nochmal ganz fein steuern. Ich gehe jetzt mal, damit man das sieht, hier unten auf die Shadows und die Shadows, die nehmen wir jetzt ein bisschen nach oben, genau, vielleicht so weit, dass es nicht so schwarz ist. Und dann gehen wir noch auf die Temperatur. Und hier gehen wir ein bisschen in die Richtung nach rechts und machen das wärmer, sonniger. Okay, dann haben wir das erledigt und wir gehen wieder zurück in unser Schnittprogramm. Und wie du siehst, haben wir hier diese Einstellungsebene. Und jetzt, um das zu zeigen, gehe ich mal auf Fullscreen und lasse das von hier aus ablaufen. Und jetzt werden wir genau sehen, ja genau, wunderbar, stoppen wir das nochmal, gehen wir nochmal ein Stück zurück und dann siehst du genau hier, dass die Einstellungsebene früher endet. Und du siehst hier das warme Sonnige mit den Schatten, die offen sind und dann haben wir den Clip, wie er vorher war, aus der Action Cam, relativ dunkel. Also das ist aber nicht so schön.
Jetzt gehen wir hier wieder zurück in den Schnittbereich und gehen hier oben auf unsere Einstellungsebene und ziehen die rüber, bis der Clip hier endet. Bei den anderen Clips wollen wir es nicht haben. Wir könnten das jetzt kopieren und weiter hinten nochmal einsetzen oder eben verlängern, verkürzen, je nachdem. Also jetzt haben wir Color Grading auch noch gemacht und gehen wir nochmal auf das Fullscreen hier oben und lassen wir den Film nochmal anlaufen. Hier haben wir unseren Titel, haben wir den Strand, dann haben wir die Bahn, die fährt hier rein. Den Ton habe ich jetzt nicht verändert, nicht lauter und nicht leiser gemacht, das ist einfach wie es gekommen ist, das könntest du aber ja noch einstellen oder eben Musik drunter legen. Und hier haben wir das bei Nacht und dann blendet das aus. Ich würde sagen, das ist wunderbar, das Video, so wenn wir es geschnitten haben. Dann, wenn wir jetzt fertig sind, brauchen wir das nur noch exportieren. Dazu gehen wir hier oben auf Export. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, das auszusuchen. Wir wollen jetzt nur einfach das in Bilder sichern. Da gehen wir hier auf Share. Hier sehen wir, die Resolution ist auf HD. Das wollen wir jetzt nicht. Das ist mir zu wenig. Da gehen wir nochmal zurück. Gehen hier unten auf das Rädchen und nehmen uns hier eine Einstellung von 4K. Das wäre also diese. Das geben die Bilder auch her. Passt. Jetzt sagen wir Save, gehen wir nochmal auf Export. Jetzt könnten wir zum Beispiel direkt nach YouTube das Ganze exportieren. Dazu klickst du das an und lädst es dann hoch. Dann verwendet er dir die optimalen Einstellungen und die Auflösung, die wir eingestellt haben. Hier müsstest du dich mit Sign-In anmelden bei YouTube und dann kannst du das gleich hochladen. Wir gehen jetzt auf Share, haben wir auch die Einstellungen und wenn wir auf Share klicken, dann sagen wir einfach hier Save Video und dann wird das Video exportiert zu deinen Fotos. Und von da kannst du das dann anschauen. Das war jetzt ein kleiner Rundgang bzw. eine kleine Bearbeitung, um Clips zusammenzuhängen mit DaVinci Resolve für iPad. Mit dieser kleinen Anleitung solltest du schaffen oder machen können und du kannst dich dann mit rumprobieren, selber verbessern. Das Programm ist sehr gut, es ist kostenlos und ich werde zwar trotzdem bei LumaFusion bleiben, aber ich werde es trotzdem auch noch weiterhin mit beobachten und auch Verschiedenes ausprobieren, was ist hier besser oder schlechter oder anders. Diese Einstellungsebene zum Beispiel gefällt mir sehr gut und insgesamt ist das Programm sehr gelungen. Ich sage danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Servus! Thank you.